also alle Rücksicht nehmen. Der Ludwigslos. Ja, König Ludwig, seine Loststätte hier. Barockstadt. 191 fahren wir jetzt nach Ludwigslos rein. Hier ist wohl schon ein kleines Versuchsschloss für ihn. Na? König Ludwig, ich weiß auch nicht genau, was mit ihm los war. Bin noch nicht so informiert. Aber erstmal hier breite Straßen. Wide Road, you see. Left and right side. It's a wide road. The city have wide road. Center. We want to go to the center, left side. Also see the police. Ja, ja. When will they see me take the video? The center is left side. See you later. So, jetzt machen wir los. Da ist gesperrt, deswegen kommen wir nicht durch. Da irgendwie noch einen Trick. Da kommen wir aber rein. Hinter uns zwei junge Männer aus Wismar. Die dringeln so mal hier über eine Brücke. Da geht es irgendwie runter. Können noch schneller fahren, können wir auch noch. Wollen wir aber nicht unbedingt. Hier, yeah, watch down there. Oder wie heißt das hier nochmal?
Ludwigslust hier. Riesenplatz. Mit Wasserspiele. Jetzt mal diese Straße längs am Schloss. Ob wir hier wieder rauskommen, weiß ich nicht. Ja, ich denke schon, wenn da die großen Laster fahren, dann geht es wieder raus. Deutsche Rentenversicherung hier. Da hast du noch ein Gewächshaus. Keine Ahnung, oh, sorry. I didn't see, sorry. Try to turn around. Is this possible? Over there, maybe. However, we see this here in Ludwigs Schloss. Oder wie heißt das noch? Ludwigs Schloss. Ja, Ludwigs Schloss hier. That's all. So, jetzt den richtigen Weg für die Busse parken und so weiter. Hier noch ein bisschen auffahren. Dann zahle ich sowieso viel zu viel Beiträge. Unverschämtheit. Das ist eine Berufsschule. Truck from East Germany, take us the Vorfahrt. Das Gift hat ja gar nicht. Hier noch ganz alte Umwidmungsschilder dran. Was ist das denn bloß? Stift Bethlehem gibt's hier. Altenstift. For old people living. Okay. We are leaving now. Noch Ludwigslust, noch mal einen Blick darauf, was sich hier so tut. Der eine so, der andere anders. Hier Agrarshop haben sie. Aldi Market. Da hinten noch mal. Hallo, da war eine rote, rothaarige. Klasse sah sie aus. Hat den Hof gefegt. Bemerkenswert hübsch. Hier, der hat auch sein Haus schön hübsch angemalt. Die beiden diskutieren über die Bettenlage in Ludwigslust. So sieht's hier aus. Nummer 5, Lauenburg, Perleberg. Wollen wir hin. Da noch mal ein letzter Blick. Da hinten auch wieder kulinarische Spezialitäten aus Anatolien haben wir noch mal gesehen in der Ferne. Das heißt, wir können ja auch wieder gerne herkommen und uns mal richtig voll essen. Hier Ludwigslust, da geht's auch rein. Da ist auch noch ein Visierviertel. Plaza gibt's hier in Ludwigslust. Ja, also hier auch noch mal ein Restaurant zum alten Dragoner. Ja, das ist wohl was Einheimisches. Ist ja schon langweilig. Uns gefällt ja das Südländische. Und das schmeckt so richtig schön. Einmal ist uns zwar ein Vorfall vorgekommen mit der Tzatziki-Soße. Aber ich glaube, das hat sich da nicht so weit herumgesprochen.
Aufnahmeweise da reingekommen sein. Das ist ja nicht nachvollziehbar, ne? Normalerweise nicht. Und hier fahren wir jetzt raus aus Ludwigsschloss, Ludwigslust. Und schalten erstmal ab, mal sehen, ob was kommt, wenn noch was Interessantes kommt. Die Polizeistelle da beispielsweise, die passen schön auf hier, dass alles richtig läuft. In Ludwigslust. Hier noch so ein paar fallende Gebäude hier. Und dann linke Seite rum wieder. Da ist der Fleischerei Hawkins. Und links, left side. Hier ist die Spielhalle vor der Harzer. Da ist nochmal wieder ein auf dem Pferd da hinten zu sehen. In Ludwigslust. So geht's hier raus. So schön habe ich Ludwigslust ja noch nie betrachtet. Ja, hier auch nochmal für unseren Magen, was schön ist. Gleich drei Mann standen da rum, bewachen den Döner. Da ist sie wieder, die hübsche vom Schloss. Und hier nochmal eine Bäckerei, das ist ja was. Das ist die Kriegsgräberstätte noch auf der linken Seite. Hier nochmal reingucken. Hier gucken wir auch nochmal rein. Hier nochmal hingucken. Das Landhotel, die Weimar. Sehr gut essen, sehr gut schmecken. Ja, dann haben wir ja hier auf jeden Fall mehr kulinarische Interessen oder interessante Sachen gefunden als in Stettin. Stettin, hier fahren wir noch mal längs. Ah, das ist ein Castle. Das heißt, interessanter hier als in Stettin, da war es ja nur polnische Küche und so. Das war ja nicht so toll. Und zum Abschluss, as I told you, every city is this kind of building. Ja, ist nice. Lindenstadt, die Lindenstadt. Hier ist die Lindenstadt, wir können ja gar nicht mehr ausschalten hier. Every city is this kind of building. Not only in the east. Also in the West. Lübeck, Lauenburg, Geesthach. Hier ist Dennis, Dietrich. Und linke Seite, alles vollgebaut.